Vor ein paar Wochen konnte ich auf der Gamescom schon das Pokémon-Sammelkartenspiel Pocket anspielen und ich habe dazu auch noch reichlich Infos bekommen. Ich werde es jetzt so machen. Ich werde euch erstmal ein paar allgemeine Infos zu dem Game geben. Alles, was mir dort gesagt wurde, versuche ich jetzt hier wiederzugeben und danach gibt es dann noch eine kleine Einordnung meinerseits. Vorher aber erstmal noch ein kleiner Hinweis und zwar habe ich das Bildmaterial, was ihr gleich sehen werdet, gestellt bekommen. Also ich habe es nicht selber aufgenommen. Das heißt, hier und da kann es vorkommen, dass das Bild mal nicht hundertprozentig passt und eventuell muss ich auch das eine oder andere Bild mal doppelt zeigen, aber sollte kein großes Problem sein. Beginnen wir aber erstmal mit der Frage, was ist Pokémon TCG Pocket eigentlich? Im Grunde handelt es sich hierbei um eine Mobile-Version vom Trading Card Game, das hauptsächlich für TCG-Neulinge und Casual-Spieler gedacht ist. Dafür wurden die Regeln des TCG stark vereinfacht, wodurch die Spiele nur wenige Minuten dauern sollen. Die App erscheint schon am 30. Oktober und wird kostenlos sein, aber es wird natürlich auch Ingame-Käufe geben, zu denen ich später auch noch komme. Laut der Pokémon Company soll der Fokus auf dem Sammelaspekt liegen. Dafür können täglich Booster geöffnet werden, was sich auch schön befriedigend angefühlt hat. Dafür müsst ihr so Fruit Ninja-mäßig das Pack einmal so aufreißen und dann gibt es eine kleine Animation, dann kommen da die Karten raus. Ist auf jeden Fall ganz schick anzusehen. Pro Tag bekommt ihr 2 Booster kostenlos. Nach dem Öffnen von einem Booster müsst ihr allerdings 12 Stunden warten, bis ihr das nächste wieder öffnen könnt. Das Ganze lässt sich auch beschleunigen, wofür man aber Gegenstände entweder freispielen oder erkaufen muss. Ich persönlich finde aber, dass 2 Booster am Tag auf jeden Fall klar gehen. Was aber durchaus nerven könnte, ist natürlich der 12-Stunden-Timer. In jedem Pack sind dann 5 zufällige Karten, wie auch in japanischen Boostern. Es ist außerdem nicht garantiert, dass ihr einen seltenen Hit drin habt. Das erste Set wird Genetic Apex heißen, beziehungsweise bei uns heißt das Ganze unschlagbare Gene. Es gibt dann jeweils 3 verschiedene Pack-Artworks. Wir bekommen einmal Glurak, Pikachu und Mewtwo. Dabei gibt es auch Karten, die man jeweils nur in einem bestimmten Artwork ziehen kann. Eine weitere Möglichkeit, an Karten zu kommen, ist dann noch der Wonder Pick oder auch die Wunderwahl. Ähnlich wie beim Wundertausch aus den Videospielen könnt ihr eine zufällige Karte von einem anderen Spieler erhalten. Die Karten verschwinden dabei natürlich nicht aus der eigenen Sammlung oder der Sammlung halt der anderen Spieler. Die Wunderwahl erfordert Wunderausdauer, die sich auch wieder erst regenerieren muss. Und genauso auch hier, die Dauer lässt sich mit Gegenständen verkürzen. Die Karten in eurer Sammlung werden natürlich schön aufgelistet und ihr habt zusätzlich noch die Möglichkeit, individuelle Sammlungen anzulegen, wie zum Beispiel eine Evoli-Sammlung oder später, wenn es ganz viele Pikachu-Karten gibt, eben eine Pikachu-Sammlung zum Beispiel. Außerdem könnt ihr einzelne Karten auch schön vor Hintergründen drapieren und das könnt ihr dann auch anderen Spielern zeigen. Dann gibt es noch weitere Personalisierungen in Form von Münzen, Kartenhüllen oder auch Playmats. Die können einerseits freigespielt werden, aber es wird auch besondere Accessoires geben innerhalb von Events oder die ihr euch dann eben für Echtgeld kaufen könnt. Die Karten werden direkt von Creatures Inc. entwickelt bzw. designt. Das sind auch die Leute, die eben auch das physische Kartenspiel entwickelt haben und dementsprechend hochwertig wirkt das Ganze auch. Es gibt zwar auch viele Karten, die es schon in echten Sets gab, also sehr, sehr viele Reprints mit anderen Kartentexten, mit anderen Attacken, aber es gibt natürlich auch zahlreiche neue Designs. Die Seltenheitsstufen sind eigentlich sehr, sehr ähnlich wie im Kartenspiel aktuell. Es gibt also Commons, Uncommons und Holo Rares. Außerdem wird es die EX-Karten im aktuellen Design geben, dann wird es noch Full Arts geben, die aber ein bisschen schicker aussehen als im Trading Card Game und 2 Formen von Illustration Rares, wie wir es eigentlich aktuell auch haben. Ganz neu sind dann aber die seltensten Karten, die sich Immersionskarten nennen. Die Artworks sind nicht nur besonders schick, sondern haben auch noch das Gimmick, dass man in das Artwork eintauchen kann. Da wird eine kleine Sequenz abgespielt mit ganz vielen netten kleinen Animationen. Die Karten sehen natürlich so schick aus, dass sie sich viele wahrscheinlich auch in physischer Form wünschen. Ich hatte auch nachgefragt, ob das eventuell in Zukunft geplant ist, die Karten dann eben auch in physischer Form rauszubringen. Ja, und natürlich haben sie gesagt, wissen sie noch nicht, aktuell gibt es dafür keine Pläne. Aber ich persönlich würde stark davon ausgehen, dass wir die Karten früher oder später auch in physischer Form bekommen. Jedenfalls, wenn das Spiel kein großer Flop wird, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Die Karten sind einfach viel zu schick, um nur digital zu existieren, finde ich. Ja, dann kommen wir doch mal zu den Regeln. Wie schon erwähnt, sind die darauf ausgelegt, schnelle Spiele zu haben. Das heißt, ein Deck besteht nur aus 20 statt aus 60 Karten. Man kann nur 3 Pokémon auf die Bank legen und es gibt auch nur 3 Preiskarten. Beziehungsweise gibt es hier ein Punktesystem, also es werden keine Karten aus dem Deck genommen und beiseite gelegt, wie im physischen Spiel, sondern es gibt Siegpunkte. Davon müssen 3 Siegpunkte erspielt werden. Einen Punkt bekommt ihr für einen Knockout von einem normalen Pokémon und 2 Punkte gibt es dann für ein EX-Pokémon.
Theoretisch kann das Spiel also schon nach 2 Knockouts vorbei sein. Es wird außerdem keine Energiekarten geben. Ihr habt stattdessen so eine Art Energievorrat, der sich jede Runde wieder automatisch füllt. Spielen könnt ihr natürlich gegen echte Menschen online oder auch gegen den Computer. Das könnt ihr mit dem eigenen Deck tun oder auch mit Leitdecks, die man zum Beispiel durch verschiedene Missionen freispielen kann. Ja, und zum Schluss jetzt noch ein paar Informationen zu den Ingame-Käufen. Ihr könnt euch zum Beispiel Pokegold kaufen, das die Wartezeit für das Pack öffnen verkürzt. Die kleinstmögliche Menge dafür sind 5 Gold und die kosten 99 Cent. Ein Pokegold verkürzt dabei die Zeit jeweils um 2 Stunden. Das heißt, für knapp 1 Euro könnt ihr die Zeit um 10 Stunden verkürzen. Das heißt, für die kleinstmögliche Menge an Pokegold bekommt ihr schon mal kein ganzes Boosterpack, sondern dann wären noch 2 Stunden übrig in der Theorie. Das ist schon ein bisschen schade, da hätte ich mir gewünscht, dass das wenigstens insgesamt ein Boosterpack ergibt, aber so wollen sie natürlich, dass man eben nicht das kleinstmögliche Paket kauft, sondern eben höherwertigere Goldpakete. Das ist schon ein bisschen schade. Mit Gold könnt ihr außerdem noch Zubehör kaufen. Es wird auch ein monatliches Abo geben, also so eine Art Season Pass für 10 Euro. Mit dem könnt ihr alle 24 Stunden ein weiteres Pack öffnen und kommt so auf 3 statt auf 2 Packs pro Tag. Dieser Premium Pass schaltet außerdem Premium Missionen frei, durch die man einzigartige Accessoires oder Playmats oder auch Promokarten bekommen kann. Zu den Promokarten wurde gesagt, dass sie aktuell nur alternative Versionen von bestehenden Karten sind, die man dann eben auch durch das normale Spielen bekommen kann, damit Premium-Menschen eben keinen spielerischen Vorteil haben. Die Ingame-Käufe finde ich schon recht kritisch, vor allem in Kombination mit den langen Wartezeiten kommt der eine oder andere wahrscheinlich schneller in Versuchung, da Geld auszugeben. Vor allem bei Kindern, die das Spiel natürlich ansprechen soll, muss man da definitiv genauer hinschauen. Das Öffnen und Sammeln hat nach meiner kurzen Anspielsession schon ziemlich viel Spaß gemacht. Vor allem, weil es sich wirklich wertig anfühlt und schick aussieht. Das ist natürlich ganz klar eine Stärke des Spiels, triggert aber auch ungeduldige Menschen, die gerne Booster öffnen. Ansonsten finde ich die kurzen Spiele echt super. Also ich sehe mich da schon chillig in der Bahn sitzen und jeden Tag so ein Spiel spielen. Die Regeln sind wirklich super einfach. Also jeder, der damit noch gar nichts zu tun hatte, wird da super schnell reinkommen und es läuft auch einfach geschmeidig. Also Pocket hat für mich auf jeden Fall das Potenzial, ziemlich groß zu werden. Einziger Wermutstropfen für mich ist die Tatsache, ja, dass dadurch irgendwie das Pokémon Trading Card Game Online, also das eigentliche Kartenspiel, noch schlechter wirkt. Also man merkt richtig, dass hier jegliches Geld und Energie in dieses Spiel geflossen ist. Pokémon, das Trading Card Game Live hingegen, ja, das verhungert so ein bisschen. Also da gibt es nach etlichen Updates und es ist ja jetzt auch schon eine Weile draußen, ist das immer noch mit so vielen Fehlern bestückt und sieht einfach schlecht aus. Ganz schlechtes Konzept dahinter. Also es ist ein bisschen schade, dass sie das richtige Spiel auf der einen Seite halt so, ja, verwahrlosen lassen und auf der anderen Seite haben sie hier diese Hochglanz-App. Ja, aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Sie wollen auch irgendwie Geld verdienen und mit der App wollen sie auch irgendwie eine Art Konkurrenz zu Marvel Snap und Co. schaffen. Und ich glaube, das könnte auch gelingen, zumindest nach der kurzen Session, die ich hatte. Fand ich schon echt spaßig. Ich habe auf jeden Fall Bock, das zu spielen. Ich kann es definitiv auch auf diesem Kanal hier machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Also ich werde es mir sowieso angucken. Ich habe da Lust drauf. Und dann kann ich eigentlich auch gleich Videos dazu machen, wenn euch das Ganze interessiert. Mich interessiert auf jeden Fall auch eure Meinung zu dem Ganzen. Freut ihr euch darauf? Findet ihr es vielleicht auch ein bisschen schade, dass das richtige Kartenspiel dann so ein bisschen hinten runterfällt? Mich interessiert auf jeden Fall eure Meinung. Haut die gerne mal in die Kommentare. Lasst außerdem gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.